eh nicht viele. Und auch das ganze Zeug, was ich für die für das Inventar brauche. Das in, für den Innenraum. Okay, das Ding ist jetzt weg. Meinst du? Was ist los? Also weiter Sand abbauen. Ich glaube, brauche ich ja wahrscheinlich eine ganze Wüste für meinen, damit ich meinen Innenraum aus mit Sandstein ausbauen kann. Ich versuche es jetzt mal mit. Geht das irgendwie leichter als? Kann ich da irgendwie an dem Schneidedings von Modi vielleicht wieder ein bisschen Ressourcen sparen oder so? Für Sandstein nicht. Ne, bei Sandstein. Ja. Bei Sandstein braucht unbedingt viel Sand. Ja. Okay, dann machen wir mal diesmal. Dann sammle ich mal diesmal 4 Stacks. Dann hast du ein Stack Sandstein. Okay. Ganz genau. 4 Stacks, ein Stack. Stimmt. Durch 4 macht Sinn. Ja, habe ich vorhin noch gesagt. Mother. Mother. Okay. Man muss hier wirklich stundenlang Sand abfüllen. Da brauche ich wirklich eine ganze Wüste, um hier. Ach, wir haben doch eine Wüste. Ich trage erstmal den Sumpf ab hier. Den Sand im Nein, Sumpf. Der Sumpf. Der Sumpfsand. Da drüben ist auch noch ein bisschen Strand hinter der Höhle. Da haben wir auch noch einen schönen Strand. Ich muss jetzt erstmal Kies suchen gehen. Dann kram ich den doch ab, das ist vielleicht am leichtesten. Das ist eine Sandinsel. Dann kram ich den, dann macht die ganze Insel jetzt alle. Die Insel gibt es da gleich nicht mehr. Stehen nur noch 2 Bäume im Wasser. Delfine. Kann man sich Delfine eigentlich züchten, einfach mal an der Leine nehmen und bei sich im Aquarium einsperren? Sonst würde ich mein Aquarium ins Haus machen. Nicht, dass ich wüsste. Man kann sie vorantreiben, bis sie im Aquarium drin sind. Das geht ja. Muss man nur die Hinterwand des Hauses aufmachen, dann wieder zumachen. Von hinten sieht meine Hobbit-Höhle übrigens ziemlich scheiße aus. War euch eigentlich bewusst, dass wir hier ein versunkenes Netherportal vor der Tür haben? Ja, nein, sonst hättest du kein eigenes gebaut. Ich wollte es nur mal anmerken, weil wir haben eins und das ist schon gelootet, deshalb. Ach ja, das wusstest du. Das habe ich nämlich gelootet und das habe ich dir auch erzählt. Ach, das. Ich dachte, das wäre das gewesen von der Wüste. Nö, das ist direkt im Sumpf dort. Das habe ich gelootet. Da habe ich schon das Zeug dann rausgenommen. Das war in unserem, glaube ich, sogar im ersten Stream habe ich das entdeckt. Im allerersten Stream. Ich kann mich noch erinnern, das ist wie lang her? So lange ist es nicht her. Ein paar Wochen auf jeden Fall. Ein paar Wochen schon, aber. Ich kann mir nicht mal merken, was ich zum Mittag gegessen habe. Denkst du, ich weiß noch, was für ein Netherportal du gelootet hast? Tja, da solltest du vielleicht mal dringend drüber nachdenken. Oh, Sandstein, man. Ist ja schön. Sollst du dir mal Gedanken machen über dein Gedächtnis? Ich habe wichtigere Dinge zu tun.
wie jede Menge Drogen einpumpen, um dieses Gedächtnis weiter zu zerstören. Hast du das Wortspiel bemerkt? Gedanken machen über das Gedächtnis. Ja. Hurra. Kluge Köpfe hier, ne? Naja, zumindest zwei. Ja, nur welche zwei ist die Frage? Das müssen wir noch rausfinden. Du kannst ja offensichtlich nicht mal merken, was du zum Mittagessen hattest. Das ist ja, haben wir ja schon mal festgestellt. Ich weiß doch, was ich zum Mittag gegessen habe vor 10 Jahren. Also. Aha. Ja, ich merke halt so ziemlich viele Sachen, die ich nicht brauche. Ist fast in der Schule. Du lernst halt, du speicherst halt Dinge in deinem Kopf, die du halt nicht brauchst. Ja. Ne? Ja, das ist halt zum Beispiel so eine Sache. Mathe, ich weiß zum Beispiel. Etwa 99% von dem ganzen Scheiß aus der Schule. Das ist alles. Wieso das? Ich weiß es nicht. Ich hab halt bemerkt, ich hatte in der Berufsschule wirklich, es ist halt, ich habe halt wirklich, als ich aus der Schule rausgegangen bin, habe ich mir gedacht, scheiß auf das Zeug. Ich habe es einfach wieder vergessen. Das habe ich halt wirklich an dem Tag, wo ich meinen Schulabschluss hatte, habe ich gesagt, vergiss das Zeug. Ich habe es wirklich sehr stark verdrängt. Ich könnte dir immer noch innerhalb von 5 Minuten lineares Gleichungssystem lösen und die binomischen Formen. Ich habe es einfach verdrängt. Ich habe es einfach. Man könnte vielleicht denken, dass das Schmerzgedächtnis am nächsten wert, aber. Ja, bei den Dingen vielleicht nicht. So wie es ausschaut, nicht. Also, Schule ist halt doof, ne? Die werden halt einfach Sachen eingepumpt und die meisten Schüler sind halt so, die lernen das einmal. Und dann haben sie den Test und dann bleibst du halt meistens nicht mehr drin. Das Schulsystem ist halt zum Kotzen, das ist halt wirklich auf das sogenannte Bulimie-Lernen ausgebaut, dass du halt du lernst und dann kotzt das für den Test wieder aus. Das ist. Ja, und dann war's das, danach hast du nichts mehr. Und danach kannst du es wieder vergessen, das ist dann bleib nicht drin. Und auch anstatt den Schülern mal Sachen beizubringen, die sie vielleicht fürs zukünftige Leben mal brauchen könnten. Zum Beispiel mal im Unterricht zu lernen, wie man eine Steuererklärung macht und so oder so. Ja, aber seien wir da mal ganz realistisch. Wenn man dir in der Schule beigebracht hätte, wie man eine Steuer macht, du hättest nicht aufgepasst. Du hättest weder aufgepasst noch wüsstest du es jetzt. Ja, wir haben unser. Wenigstens hat man da wenigstens hast das Leben, weil. Ich bin zwar Mathe-Fan, aber jetzt im Ernst, in welchen Berufen brauchst du später binomische Formeln? Mathematiker. Ja, gut, die braucht man eigentlich. Physiker. Relativ häufig, wenn du halt irgendwas lösen müsstest. Zum Beispiel als Statiker, Ingenieur und so weiter. Aber Leute, aber liebe Kinder, trotzdem geht's zur Schule, macht euren Abschluss fertig, macht einen vernünftigen Abschluss, weil das ist, ein Abschluss ist da wirklich, also du bist halt in der Gesellschaft heutzutage verloren, wenn du keinen vernünftigen Abschluss hast. Ja, entweder das oder einfach erfolgreicher Rapper werden, das geht auch. Ja, also, aber das ist ja eine Glückssache. Ganz böse gesagt, jede Ausbildung, die ich gemacht habe, jeden Abschluss, den ich habe, hat mir meine Karriere, die ich habe, nicht gebracht. Ja, aber dann bist du der Einzelfall. Du bist ja auch ein Selbstständiger. Du bist ein Einzelfall, ein glücklicher Einzelfall. Das ist, die meisten wollen eine Ausbildung machen und da mal irgendwas dann in einem Angestelltenverhältnis irgendwo was verbringen. Und es ist dann halt. Es ist immer gut, eine Ausbildung in der Tasche zu haben. Da brauchst du zumindest eine abgeschlossene Schulausbildung. Brauchst zumindest ein Zeugnis, auf dem drin steht, dass du in der Schule warst und dass du ein paar Noten gesammelt hast. Ja, eben, also. Ich finde halt nur, Lernen könnte halt interaktiver und interessanter gestaltet werden und nicht einfach. Definitiv. Hab ich, also. Los, jetzt wisst ihr, wie man Gedichte analysiert. Wir haben unsere Lehrerin sogar in der Schule, in der 11. oder 10. Klasse, haben wir mal unsere Deutschlehrerin gefragt, ob sie uns mal beibringen kann, wie das für eine Steuererklärung funktioniert, ob wir das mal beispielsweise mal machen können. Hat sie gesagt, dass das vorhat, hat sie auch
hat es auch versucht durchzusetzen, aber hat es dann irgendwie nicht gemacht. Das ist dann. Ja, das Problem war wahrscheinlich, dass sie es mit der Direktorin oder Direktor besprochen hat. Stand halt nicht im Lehrplan drin. Ist nicht im Lehrplan, darf es nicht unterrichtet werden. Ja. So einfach ist das. Das ist das Leider. Ding. War es halt schwierig durchzusetzen. Ist ja nicht schlimm. Wir hatten auch super viel Zeug, was Lehrer uns beigebracht haben, wo nachher dann gesagt wurde: Ja, aber bitte nicht weiter erzählen, dass ich euch darüber was gesagt habe. Ja, es ist immer ist ganz ja schade, weil es geht so viel Potenzial dadurch verloren, dass man Kinder halt so halt darauf trimmt, halt das zu machen, einfach so diesen Stopp durchzulernen. Weil du musst halt ja auch bedenken, dass es da halt so Sachen gibt wie, manche brauchen Förderung, manche sind in Sachen sehr, sehr begabt, aber halt im Sport oder sonst was ziemlich schlecht. Ich melde mich hier, hallo? Ja, so, ich war halt auch kein, ich bin dieses typische Nerdkind gewesen, weißt du? Also ich war jetzt nicht unsportlich, aber so, sondern ich so, Fußball oder so hat mich nie angesprochen. Und der Lehrer dann immer so, ja, dann spielen wir Fußball und dann, ja, hatte ich natürlich eine 5 im Zeugnis im Sport, obwohl ich halt nicht unsportlich bin, so. Und das ist ganz spaßig. Das ist sowieso das Schlimmste, was man sich hätte ausdenken können. Das Spaßigste war das, da hatten wir natürlich noch in der Berufsschule. Bin ich in die Berufsschule gekommen, da hat man in der Berufsschule Sportunterricht. Da haben wir uns alle insgesamt in der ganzen Klasse gefragt, wozu braucht man in der Berufsschule noch Sportunterricht? Dazu habe ich eine Geschichte, ich weiß nicht, ob ich das im Podcast schon erzählt habe. Aber bei uns war es so, wir sind einmal zum Sportunterricht gegangen, da haben den Lehrer gefragt, jo, können wir nicht vielleicht einfach, keine Ahnung, im Fitnessraum trainieren. Lehrer meinte so, ja, okay, das eine Mal, und wir sind nie wieder hingegangen. Nie wieder. Also ich finde, der Sportunterricht sollte halt dazu dienen, dass Schüler halt so ein bisschen so Beweglichkeit drin haben. So, aber nicht Leistungen erbringen müssen. Das Problem ist, dass wir halt auch in der Berufsschule, also ich würde es verstehen, wenn wir da in der Berufsschule im Sportunterricht was lernen würden, was uns dann zum Beispiel Bewegungstipps, was kann man tun, wenn man den ganzen Tag am PC sitzt und so weiter, was gibt's für Tricks, was man da so zu Hause für Übungen machen kann, was einen irgendwie halbwegs fit hält. Aber wir haben im Sportunterricht in der Berufsschule, wir haben das Übliche gemacht, das, was man auch immer wie Handball gespielt, die ganzen Spiele, Völkerball, also das ist halt, Völkerball haben wir nicht mehr gespielt, aber die ganzen Ballsportarten mussten wir durchspielen. Und da frage ich mich, wozu? Ja, wenn man noch denkt, dass ihr in der Berufsschule wahrscheinlich normalerweise Leute zwischen 18 und 30 der Jüngste. Seid. Ja, der Jüngste war 18 und der Älteste war wahrscheinlich 35 sogar. Das ist halt wirklich das einfach. Das denke ich mir, weil wir hatten halt auch einen Azubi, der war, glaube ich, 39, als er bei uns angefangen hat und musste halt in die Berufsschule, musste Sportunterricht mitmachen. Ich glaube, der Mann war der Sportlehrer. Einige haben auch geschwänzt und haben dann gesagt, nee, da gehe ich nicht hin. Ich bin bald wieder in der Ausbildung und komme dann wieder in die Berufsschule. Das ist dann. Dann werde ich dann wahrscheinlich auch überlegen zu schwänzen. Also Sportunterricht, das ist. Ja, wie gesagt, wir haben halt kollektiv gesagt, nee, legt uns am Arsch, wir nutzen die Zeit, um unseren scheiß Stoff zu lernen. Und wenn ihr uns da eine 6 im Zeugnis eintragt, meine Fresse, dann sagen wir halt, dass wir keinen Bock auf fucking Sportunterricht haben und dann ist gut. Was wollt ihr machen? Können wir gerade mal ins Bett gehen? Ja, was wollt ihr machen? Uns bei unseren Eltern anschmerzen? Die meisten von uns wohnen allein. Ja. Oder sind verheiratet. Oh Gott. Dann wird sich bei deiner Frau beschwert. Ja. Deiner Freundin. Also ihr Mann heute, nee. Also ihr Freund, der war heute ziemlich unartig in der Schule. Und dann steht die Frau so, schaut so rein mit einem Kochlöffel. Wo warst du heute? Ich war heute unartig in der Schule. Oh, ich war ganz, ganz böse. Ganz, ganz. Sehr schön. Ja. Ich bin schon im Bett hier. Also ich liege im Bett. Der Molly noch nicht. Ja, bei mir sind Monster in der Nähe und ich weiß nicht wo. Wer hüpft mit ins Bett? Ah, hier. Na komm rein mit dir. Ja, ich lock kurz den Zombie weg. Nein.
Oh. Und wir warten. Ja, ich bin kurz aus dem Bett raus, weil ich jetzt schon von den Zombie angegriffen werde. Oh, das ist ein Willkommen Zombie-Village, im aber ich kann Club. ihn nicht Ich retten. warte hier. Ja. So, kann jetzt wieder ins Bett. Ich habe immer noch irgendwo Monster. Wahrscheinlich oben. Weil ich das Dach nicht Dann nimm dir ausgelöscht ein Bett habe. und stell und setz dich woanders hin oder geh zu mir in die Hütte. Ja. Geh zu mir in die Ich Hütte, habe da ja jetzt. liegt auch noch ein Bett. Aber vom Haus haben wir auch noch ein Bett, wir haben ja einige Betten stehen. Such dir das nächstbeste Bett, wo kein Monster in der Nähe ist. Okay. Sagt, sobald ihr im Bett seid, weil. Ich liege die ganze Zeit drin. Ja, das weiß ich. Ich lag auch schon mehrmals drin, nur ich will mich hier vor Monstern schützen, weil ich bin ja immer noch frei Feld. Bettgeschichten hier im Stream. Ah ja. Auch mal eine Frage, wo wir gerade drüber reden. Gerade bei Modi die Frage, wir werden morgen einen Podcast machen. Gerade mal eine Frage, ohne das Thema zu erwähnen, ohne das Thema jetzt im Stream schon zu sagen. Wir haben jetzt zwei Folgen noch diesen Monat, die wir aufnehmen wollen. Beide Themen werden irgendwie drankommen. Welches wollen wir machen? Worüber wollen wir morgen reden? Entweder über das Wahlprogramm der Grünen oder über das andere Thema. Du weißt schon, welches Thema. Ich muss gerade nochmal nachgucken, welches das war. Ich habe es dir noch nicht in die Liste geschrieben. Ich glaube, es hat dir privat irgendwo geschrieben. Ja, ich weiß, deshalb. Diese random Tick-Speed auf dem Server irgendwie erhöht oder was? Das Thema mit A. Analverkehr. Ist mir eigentlich egal, welches. Ist, ich meine, das Wahlprogramm der Grünen müssen wir, ich würde das diesen Monat durchnehmen. Damit wir auch mal irgendwann mal vorankommen, weil das müssen noch einige im nächsten Monat dann auch noch mal wieder ein Wahlprogramm, das was bis zur Bundestagswahl zumindest die wichtigsten Parteien mal durchgenommen haben. Und dann, ja. Das andere Thema würde ich auf jeden Fall in diesem Monat noch irgendwie, besser zum Monat passt. Wachsen die Sachen ungeheuerlich schnell. So, jetzt muss ich hier wieder die Werkbank aufhören. Das wird jetzt nur wahnsinnig langweilig. Dann reden wir über das andere Thema morgen. Dann machen wir Über das. das andere Thema. Ja, mehr dazu morgen im Podcast, den wir nicht live streamen werden. Dann am Ach, diesmal Mittwoch. nicht. Am Mittwoch dann. Das klingt ein bisschen asiatisch oder japanisch. Asiatisch und japanisch. Ziemlich japanisch die Musik jetzt gerade in meinem Playlist. Ist nicht der Japan-Mann. Habe ich mir auch mal überlegt, ob ich mir die Gronkh-Playlist mal reinzimmere. Hier am Stream. Ja, Das ist halt. klar. Mach das. Sony freut sich. Ja, deshalb habe ich mir das gedacht. Da ist bestimmt nicht jeder Song streamsicher. Nein, es ist keiner davon streamsicher, weil der Mann alles lizenziert. Schade. Warum auch immer, er benutzt sowieso immer nur seine Synthwave-Zeug. Ich versteh nicht, wie er alles lizenziert, aber wenn er meint. Ja, und wenn er meint. Ja, die Musik, die klingt gerade so ein bisschen, erinnert mich an den Japan-Mann. Ich bin Japan-Mann. Ich bin der Japan-Mann. Der Sache kann. Ja, Grunk. Das habe ich auch jetzt die letzten Tage mal angefangen, mir das alte Minecraft-Projekt von Grunk anzugucken. Ja, wie Finde auch ich immer ganz du auf lustig. den Gedanken gekommen bist. Ich finde es lustig, das mal anzugucken. Das ist dann in der ersten Folge, wo dann Grunk, wenn man sieht, wie Grunk die ersten Schritte in Minecraft tut und dann völlig ahnungslos da ist, dann schön zu sehen. Grunk ahnungslos in Minecraft.
Finde ich lustig. Damals. Und heute immer noch, wenn er anfängt. Und die Witze, die Gags, die er damals 2010 in seinem Minecraft Let's Play gemacht hatte. Oha, bei manchen Witzen denke ich mir, dafür würde er heute öffentlich auf dem offenen Platz gesteinigt werden. Das ist wirklich, also für die Witze, wenn er die heute noch reißen würde, holla die Waldfee. Also das ist. Da ist Twitter offen. Da weiß da, aber das ist das Polen offen. Das ist ja. Ja, gut. Seien wir mal ehrlich, sobald irgendwer aus diesen Twitter-Bubbles rausfindet, dass es 10 Jahre alte Sachen von Gronkh gibt, der Mann ist sofort weggecancelt. Aber nicht nur weggecancelt, wirklich, also für manche Gags, die ich da gehört habe, die kann ich nicht wiedergeben. Das ist wirklich uha. Ja, ne? Das ist also. Better not. Also manche Witze wirklich, also gerade die sexistischen Witze manchmal wirklich. Aua. Ja. Da zieht sich's bei mir schon manchmal zusammen. Uha. Ich verstehe schon, dass das witzig gemeint ist, aber. Also ich sag's mal so. Privat habe ich immer. Privat so mit Freunden. Ich habe einen Humor, der wirklich sehr unter die Gürtellinie geht. Bei uns musst du da nichts sagen. Ich meine, wir zwei Podcaster hier bei Bilateral Podcast hier, unsere Satire-Podcast, wir machen da auch manchmal Witze, das ist. Ja, also das sind Sachen, die gehen wirklich gar nicht. Ich habe die eine Folge immer noch nicht gefunden, sonst hätte ich sie runtergenommen und nochmal neu geschnitten und nochmal hochgeladen. Ich bin der Überzeugung, dass ich in einer Podcast-Folge mal das N-Wort gedruckt habe. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass du das gemacht hast. Ich weiß bloß nicht mehr, weil ich. Das war mir sehr unangenehm. Ich weiß auf Drücken und Ziehen, weil ich weiß nicht mehr, welche Folge das war. Ich habe sogar reingehört, ich habe mal in verschiedene Folgen reingehört, um mal zu gucken und das zu suchen und zu finden, wo habe ich das gemacht, dass man das dann irgendwie, ja, also wenn man das vielleicht auf YouTube nachbearbeitet oder so, dass man da. Also ich finde nicht mal mehr aus Gag, da sollte man sowas halt sagen. Weil ich meine, das geht nicht. So. Ich meine, in dem Konsens ist das vielleicht verzeihbar, weil es halt nicht schlimm gemeint ist, aber ja eigentlich auch nicht, deswegen wollte ich es halt runternehmen, aber. Kann ich gerade an die Zuschauer, wenn ihr vielleicht den Podcast-Kanal auch abonniert habt, so würde ich euch empfehlen, mal ins Abonnieren. Wenn ihr die Folge findet, schreibt es in die Kommentare. Das ist also. Also, man weiß bei dir halt, dass es wirklich nicht so meint. So, man kennt dich als Person. Nichts mehr. Aber trotzdem ist es daneben, selbst wenn man so weiß. Das Problem ist halt, man kennt ihn nicht als Person. Habe ich auch definitiv kein zweites. Das ist das große Problem, man kennt weder ihn noch mich, man weiß nicht, wie es gemeint ist, wenn man es nicht findet. Ich hab's nicht so gemeint und ich hab's auch kein zweites Mal wiederholt und hab's dann auch und werd's auch nicht wiederholen und das ist auch irgendwie. Ich habe halt die Folge, also wie gesagt, wenn ihr es findet, haut mir einen Timecode in die Kommentare bei dort, auf der Kanalseite von Bilateral Podcast. Wenn ihr da mal durch die alten Folgen durchhört und da zufällig mal. Also ich bin halt froh, dass ein Kumpel von mir, die Minecraft-Parts, die ich mit ihm damals gemacht habe, runtergenommen hat. Weil da habe ich auch... alte Minecraft-Folgen, ja. Habe ich auch mal Sachen gesagt. Also ich sag's mal, ich war das Vernünftige. Ich war jetzt nicht so von wegen, ich muss jetzt kurz YouTube machen. Ich habe einfach gespielt und er hat es halt aufgenommen. Das ist so. Das sind die schlimmsten Sachen, die man machen kann. Ich nehme übrigens auch gerade auf, also falls das nicht bewusst war. Ich weiß, dass du aufnimmst, weil wüsste ich, dass wir privat sind, ich würde ein bisschen anderes Mundwerk haben. Da habe ich zweimal was gesagt, das werde ich jetzt hier nicht on-stream sagen, wo ich halt sage, nein, Serpi, niemals. Jemals sag sowas in der Öffentlichkeit. Nein. Ja. Ich hab auch mal das Erlebnis gehabt, ich war halt mit Freunden, also mit einem Kollegen und zwei Leuten, die ihr halt kennt in Discord und die folgen mir auch auf Twitter. Und ja, dann war ich noch nicht lange drin in den Discord und der sagt etwas, ich kenne dich nur von Twitter und du bist voll die korrekte Person und jetzt höre ich von dir sowas. Er hat halt spaßig gemeint, aber ich hab halt ein Humor privat, ich bin definitiv nicht politisch korrekt, also ich bin weit davon entfernt, politisch korrekt zu sein mit meinen Sachen, die ich sage. Das ist halt. Also öffentlich bin ich halt so, ich bin da
Also ich gebe natürlich so die Dinge wahr, die ich halt auch so denke. So. Also ich will, ich gebe da jetzt nicht öffentlich nicht vor, irgendjemand anders zu sein. Das finde ich bescheuert. Nur da kennt man mich halt so, dass ich allein schon, wenn man halt hier Mädchen rosa zuordnet und Jungs blau, dass ich da schon einen Hals bekomme. So, solche Dinge bekommt man halt von mir öffentlich mit. Also wenn ich mal So. irgendwo einen sexistischen Witz reiße, dann denke ich mir so, ja, okay, das war jetzt für diesen Moment lustig und ihr wisst doch, dass es nicht so gemeint war. Das war doch Ja, definitiv und nicht. sowas würde ich dann wiederum öffentlich nie sagen. Niemals. Einfach, dass es So, sowas ich aus würde meinem Jahr niemals ist. öffentlich einen sexistischen Joke bringen. Weil ich weiß halt eben, dass ich mit solchen Jokes halt Leute verletze. Und klar, man kann ja sagen, der versteht ja keinen Humor. Aber ich weiß nicht, so, ich habe ja auch irgendwo die Verantwortung, dass ich sowas richtig rüberbringe. Und ich will halt immer die Vorbildfunktion, dass ich mich irgendwo in einen Safe Place. Das spricht nicht dagegen, dass ich halt jemanden auch dafür kritisiere, wenn man mich für einen Witz halt, den ich mache, halt mehr kritisiert, als notwendig ist. Jetzt die Wand rein. Also dann kann man, also man kann halt viele Dinge sagen, die falsch sind, aber man kann auch Dinge bewusst falsch aufgreifen. Ja, solche Ja, Leute gehen mir manchmal. zum Beispiel echt auf den Sack, die in allem immer irgendeinen sexistischen Spruch Ja, sehen manchmal, wollen. manchmal geht die Cancel Culture da auch wirklich ziemlich viel zu weit. Manchmal, die Ist halt geht wirklich. 90% der Fälle zu weit. Oh, der Mann hat vor 20 Jahren einen leicht sexistischen Witz gemacht. Ja, das Lass mal geht seine gar nicht. jetzige Karriere komplett begraben. Ja, sowas geht gar nicht. Also, ich finde, Das Menschen wird. entwickeln sich. Also, würde die Person vor 20 Jahren einen sexistischen Joke machen und die Person macht diesen Witz einfach 20 Jahre später nochmal und sagt halt, ja, tut mir leid, das meine ich ja nicht so, dann kann ich der Person das nicht abkaufen, weil die Person hat den schon vor 20 Jahren so gemeint, so den Witz, so. Dann ist das was anderes. Aber wenn man vor 20 Jahren sagt, hey, ja, ich finde, Sklavenarbeit ist eine lustige Sache und dann kommen jetzt Leute 10 Jahre später und, hey, du hast das in diesem Stream mal gesagt, ja, ja, was willst du dazu sagen? Und dabei war es jetzt hier, jetzt in dem Beispiel, nur ein Weiß Beispiel, ich dass doch ich gar sowas nicht was. beispielhaft sagen würde. Und es gibt Leute, die halt einfach ein dafür Frauen attackieren. Und da geht's für mich zu weit. Ich finde es sehr wichtig, dass man Leute kritisiert für, dass man manche Dinge einfach öffentlich so nicht sagen sollte. Aber sowas ist dann wieder so. Nie. Nie. Bin ich komplett gegen. Relativ manchmal also relativ harmlosen Witz, den ich schon zweimal gerissen habe. Einmal in meinem allerersten Let's Play Video auf YouTube und dann auch in dem Part, wo ich dann in dem Let's Play Again den ich das dann gemacht habe, ich das dann natürlich auch noch mal gerissen. Mit der guten alten Zeiten wegen. Die kann man auch sexistisch sehen, aber es ist den sehe ich Das zum Beispiel wird als eine sehr harmlos an. Das ist unangenehme halt. Wendung. Ich glaube, du Kennst solltest den jetzt Witz nicht? aufhören Das ist zu halt. reden. Es ist. Ich finde den harmlos. Ich weiß nicht, ob man das. Ich kann ihn auch wiederholen. Das ist halt. Es ist einfach den. Ja, Man. wiederhol ihn mal live im Stream in 2021. Mach Halt, mal. mach ich. Das ist. Ich kann ihn dann auch erklären, wenn's das. Ich scheue mich auch nicht davor. Das ist. Es ging halt einfach in Pokémon Y um die Charakterauswahl. Und die Charakterauswahl, wirst du gefragt, ob du ein Junge oder ein Mädchen bist. Dann kommt der plumpe Kommentar von mir, was ist, wenn ich Conchita Wurst bin? Kein sexistischer Ja, Joke. das ist halt so ein, man kann es so ein bisschen, man kann es ein bisschen falsch verstehen, aber es ist meine Güte. Ja, was man da halt vielleicht kritisch sehen könnte, dass man halt Non-Binary People vielleicht Ja, nicht das ernst ist nimmt, so aber ein das ist halt, bisschen. keine Ahnung, also, ich Der versuche immer ist da doch vorsichtig eher. zu sein, aber ich glaube, wenn man da halt wirklich was Negatives sehen wollen würde, dann, Man kann es. Glaub mir, ja, man kann also man es. kann, ja, man kann es. Aber ich Aber man glaube, wenn kann man da alles, halt drauf letztendlich kann man anspricht, alles sexistisch sehen. ja, wenn man darauf anspringen wollen würde, dann weiß nicht, dann sucht Also man, glaube ich, auch nur grundsätzlich, nach dann. wenn Leute dich irgendwie Leute darauf anspringen wollen, dann finden sie was an dir, was du irgendwie mal. Und wenn du im Kindergarten irgendwann mal ein Mädchen geschubst hast.
Haben wir, das ist. Haben wir das nicht alle? Mädchen gesagt hast. Haben wir das nicht alle damals im Kindergarten die Kinder, die Mädchen geschubst? Das ist doch. Ich habe meine Mitschüler bespuckt, weil sie mir, weil ich war halt Mobbing Opfer. Irgendwann war ich so richtig das Quiet Kid, weißt du. Und wenn Leute mir zu nahe kommen, ich habe die die Hals weggegruselt. Und wenn die auf mein wenn ich gesehen habe, weil die mich ärgern wollten, auf meinen Platz gelassen habe, habe ich nichts gesagt, ich habe die einfach nur angespuckt. Ja, heute in Corona-Zeiten wäre das ein bisschen schwieriger. Ja, mit der Maske. Verdammt, nicht schon wieder! Wenn man so sexistische Witze, ist das dann halt so, es gibt halt so sexistische Witze, die finde ich so oder so nicht lustig, weil sie einfach uralt sind. Das ist genauso wie wieder mit russischem Kochwasser und sowas. So halt immer dieses Jahr vorne in der Küche, das hat man schon so oft gehört. Kennst du die? Kennst du die Dr. Oetker Werbung von 1900 als Schlag mich tot, irgendwas, wo die Frau nach Hause kommt und dann dem Mann, wo es dann der berühmte Satz rauskommt, eine Frau hat zwei Aufgaben im Leben, was soll sie kochen und was soll sie anziehen? Das ist. Autsch. Autsch. Alte Dr. Oetker Werbung, die ist halt wundervoll. Die guten alten 60er, das ist. Eigentlich hat sie es ja viel besser als er. Sie darf backen. So, jetzt aber Tempo. Bald wird Peter da sein mit einem Bärenhunger. Sie wissen ja, eine Frau hat zwei Lebensfragen. Was soll ich anziehen? Und was soll ich kochen?